Liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen beim zweiten Blick in den September. Ja, wir werfen einen Blick zurück in meine gelesenen Bücher aus dem letzten Monat. Das hier ist schon der zweite Teil, die sich mit den letzten 7,5 Büchern des Monats sozusagen beschäftigen. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat und neugierig ist, was die ersten 6 Bücher des Monats waren, der guckt in die Infobox. Da verlinke ich euch auf jeden Fall das Video zum ersten Teil. Ich wollte einfach nicht, dass das Video einfach zu lange wird, denn es sind insgesamt 13,5 Bücher, ein Drittel Bücher geworden und ja, da möchte ich natürlich kein 1,5 Stunden Video hochladen, aber ich habe in meinen Videoabschnitten einfach doch relativ viel immer zu den Büchern erzählt und ja, dementsprechend wird das Video dann eben einfach ein bisschen länger. Die Variante habe ich ja die letzten 2-3 Monate schon gewählt und ich glaube, dass das sowohl euch wie auch mir Spaß macht. Und dementsprechend dachte ich, diesen Monat machen wir es einfach auch so. Die Statistik sagt 13,5 Bücher, ein halb, weil eben angefangen und noch nicht beendet. Ich aber die Anzahl der Seiten dennoch mit einrechne. Und insgesamt waren es 5532 Seiten und das ergibt einen Tagesdurchschnitt von ungefähr 185 Seiten am Tag. Bin ich absolut zufrieden, absolut glücklich. Also es ist echt ganz, ganz toll. Und es sind auch 2 absolute Monatshighlights in diesem Monat gewesen. Ja, wie soll das anders sein? Und die folgen jetzt, denn es gibt jetzt eben Buch 7 bis 13 und eben das halbe, was ich euch dann am Ende kurz noch vorstellen möchte. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Videoabschnitten und ja, genießt die Zeit. Ich hatte mal wieder Glück bei einer Lovely Books Leserunde und habe Zwischen dir und mir die Sterne von Darcy Woods gewonnen und es in der Leserunde auch gemeinsam mit anderen gelesen. Das Buch ist am 25. August diesen Jahres im Fischer-Sauerländer Verlag erschienen, kostet als gebundene Ausgabe 16,99 und ist auch als E-Book für 14,99 zu haben. Hat 384 Seiten und ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Ja, es ist, soweit ich weiß, der Debütroman der Autorin. Es geht in dem Buch um die 17-jährige Will. Sie ist ein Mädchen, das ihre Mutter sehr früh verloren hat, ihren Vater nicht kennt, bei ihrer Großmutter aufwächst und sie glaubt wie ihre Mutter an Astrologie, also an Horoskope und an die Details ihres Sternzeichens. Und ja, wie wir sie kennenlernen in diesem Augenblick, stehen gerade die Sterne für sie sehr, sehr gut, die große Liebe in einem Schützen zu finden. Und so macht sie sich auf die Suche nach dem perfekten Mann, denn sie möchte keine 10 Jahre warten, bis die Konstellation der Sterne noch einmal so ist, wie jetzt in den nächsten 22 Tagen. Und so trifft sie auf Grant und Seth, 2 Brüder, die sehr, sehr unterschiedlich sind und ja, zu denen sie sich beide mehr oder weniger hingezogen fühlt und ja, dann eben das Sternzeichen entscheiden lässt. Ja, sie hat eine beste Freundin Irina, die sie vor grobem Unfug so ein bisschen beschützt, mehr oder weniger, denn Will ist schon ein bisschen eigensinnig, ein bisschen, ja, fast merkwürdig, wenn es um die Horoskope geht. Ja, es war eine sehr lockere, flüssige Geschichte, die einen so ein bisschen in diesen Aberglauben der Horoskope mitgenommen hat. Ein sehr lustiges Thema, wie ich fand, sehr unterhaltend. Ich selbst glaube tatsächlich auch ein wenig, dass die Sterne etwas mit unserem Charakter tun. Allerdings an tägliche Horoskope, so banal für alle Steinböcke, wie ich das bin, glaube ich dann doch nicht. Ich muss ehrlich gestehen, die Flüssigkeit und Lockerheit war wirklich das Besondere an der Geschichte. Was mir wiederum weniger gefallen hat, war einfach die Protagonistin selbst. Denn ich habe einfach nicht verstanden, warum eine 16-Jährige die Beschreibungen anderer gut aussieht, lustiges Humor hat und einfach Spaß im Leben hat, bis auf das mit ihrer Mutter, warum sie so versessen war, jetzt unbedingt den Richtigen zu finden. Ich hätte mir das eingehen lassen, wenn die Protagonistin irgendwie 20, 30 Jahre älter gewesen wäre und sagt, oh, jetzt bin ich fast 40, habe noch nie einen Kerl gehabt, jetzt ist der Moment, jetzt muss ich suchen. Aber mit 17 so eine Verzweiflung und so eine Besessenheit von Horoskopen fand ich persönlich einfach ein bisschen unrealistisch und konnte ich einfach nicht nachvollziehen. Also ich musste da leider öfter mal den Kopf schütteln, weil ich Will nicht verstanden habe, weil ich diese
ganze, ja, diese Besessenheit nicht nachvollziehen konnte. Und klar ist es schön, wenn man irgendwie sich an was halten möchte, an etwas glauben kann und an etwas glauben auch möchte, was vielleicht auch mit der Mutter zu tun hat, die gestorben ist, was ich sehr schöne emotionale Momente in dieser Geschichte gab. Aber dieses ganze, ich muss jetzt unbedingt jemanden finden und das muss ein Schütze sein und wie sie dann auch in der Geschichte gesucht hat und Entscheidungen getroffen hat, fand ich einfach so ein bisschen, wo ich dachte, jeder normale Mensch bei Menschenverstand, normalen Menschenverstand, hätte gemerkt, dass da irgendwas nicht ganz so passt. Es gab ja zwei Jungs, es gab Grant und Seth und beide haben ihre Stärken und Schwächen. Ich hatte recht schnell einen Favoriten und habe mich immer gefreut, wenn es für den auch mal ein paar Punkte sozusagen gegeben hat. Es gab sehr schöne Momente, es gab sehr romantische Momente in Heißluftballons, in Labyrinth. Es war sehr, sehr schön gestaltet. Man merkt einfach, dass man hier wirklich noch so ein bisschen Romantik hat. Und diese eben auch ausleben wollte, zeigen wollte und da mitgehen wollte. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und mir hat auch so die Infos zu den Sternzeichen sehr, sehr gut gefallen, weil ich mich damit auch mal beschäftigt hatte und da so manches einfach wiedererkannt habe. Und ja, ich fand es eine wunderbare, fluffige, leichte Geschichte mit dem einen oder anderen Punkt, der mir nicht ganz so gut gefallen hat, aber auch mit wunderbar emotionalen und romantischen Momenten, die dann wieder Spaß gemacht haben. Es war eine gute Mischung, es hat schön zum sommerlichen Wetter gepasst und ja, es ist, ich sag mal, eine bedingte Empfehlung, wer nach einer romantischen Geschichte sucht, vielleicht keine allzu intelligente Protagonistin haben möchte, weil ich fand, sie hat sich manchmal wirklich sehr, sehr dumm verhalten. Der ist hier richtig, so für die Leichtigkeit, für den Sommer hat es Spaß gemacht. Wer ein bisschen Realismus möchte, der ist hier leider ein bisschen fehl am Platz. Aber das Lesen in der Leserunde hat wieder Spaß gemacht und wir dürfen auch Fragen der Autorin stellen. Ich bin sehr gespannt, wann die beantwortet werden und ich war froh, in der Leserunde dabei zu sein. Goddess of Poison, tödliche Berührung von Melinda Salisbury, ist erschienen am 19. September im Blue Moon Verlag, wurde mir auch von diesem dankenswerterweise zur Verfügung gestellt, kostet als E-Book 15,99 und als broschierte Ausgabe 17,99 und hat 352 Seiten. Und mich hatte das Buch schon vorab sehr, sehr interessiert und nicht nur das wunderbare Cover hatte mich angesprochen, sondern auch die dystopische Inhaltsangabe der Klappentext. Und um was geht es in dem Buch? Ja, wir sind hier in einem fremden Land in Lumiere und hier herrscht ein König und eine Königin, die bereits einen Prinzen haben und dieser ist der göttlichen Daunen versprochen, aus deren Sicht wir die Geschichte erleben. Die göttliche Daunen ist ein Mädchen mit roten Haaren und wunderbaren Gesangstalent, wunderbarer Stimme und sie ist im Grunde dazu da, um Menschen zu töten, die eben dem Land, dem König und der Königin irgendwie Schaden zugefügt haben. Und sie tut das aber nicht irgendwie klassischerweise mit einem Gewehr oder irgendwie. Nein, sie selbst ist nämlich giftig. Die göttliche Daunen ist eine Wiedergeburt der Göttin Daunen und sie trägt das Gift eben in ihrer Haut. Sie trinkt monatlich ein Gift, um eben zu beweisen, dass sie gottesgleich mehr oder weniger ist. Und dieses Gift speichert sich eben unter der Haut im Blut und bei jeder Berührung stirbt der Mensch, den sie angefasst hat. Und ganz dramatisch beginnt es bereits mit einer sehr jungen Erfahrung, die Daunen gemacht hat und die ihr Leben auch so ein bisschen verändert hat. Sie selbst hat vorher in einer relativ normalen Familie gewohnt. Sie hatte eine Schwester, um die sie sich unglaublich viele Sorgen jetzt macht und ihre Mutter war die Sündenesserin. Man merkt schon, dass diese Geschichte sehr an Glauben herangeht und eben eine ganz eigene Religion hier vorhanden ist und die Sündenesserin ist eben zum Beispiel auch ein großer Teil der Geschichte und ist eben ihre Mutter und sie selbst hätte eigentlich diese Bürde dann auch getragen und die Sündenesserin geht eben zu den Verstorbenen und die Familie, die Verwandten des Verstorbenen müssen dann eben für die Sünden ein Festmahl bereithalten und indem dann eben die Sündenesserin all das isst, verspeist sie sozusagen auch die Sünden und der Tote kann eben sündenfrei
in ja, die nächste Welt gelangen. Und ja, unsere göttliche Daunin vermisst ihre Familie. Sie ist geprägt von diesem Zweifel. Sie hasst sich selbst dafür, dass sie Menschen tötet. Und das tut sie, bis ein neuer Wächter auftaucht, Leaf, der so diese ganze Welt ein wenig zum Bröckeln bringt. Ich mochte diese dystopische Welt unglaublich gerne. Ich fand die Idee oder finde die Idee grandios. Ich mochte diesen Aspekt, was eben Glauben in Menschen ja, veranlasst, etwas zu tun. Sehr, sehr gerne. Ich fand, es war realistisch dargestellt, insofern eine Dystopie realistisch sein kann, aber man kann sich das durchaus einfach vorstellen. Ich fand auch, dass unsere göttliche Daunin bis zu einem gewissen Punkt eine sehr interessante Charaktere war. Auch diese Gedanken, die sie um ihre Familie hatte, um ihre Schwester, waren absolut nachvollziehbar. Ich mochte Wächter Leaf, als er eben diese ganze Welt zum Bröckeln bringt und dann eben tausend Fragen auftut. Und ich mochte den Stil. Ich fand es sehr interessant, diese Ich-Perspektive. Ich fand dieses düstere, atmosphärische sehr, sehr angenehm. Bin ich diesen Monat, wie ihr gemerkt habt, sowieso ein Fan und werdet ihr auch noch merken in den nächsten Büchern. Und ich fand es unglaublich, was da geschaffen wurde, welche Gänsehautmomente es gab und man diese Gedanken von unserer göttlichen Daunin einfach mitgenommen hat, einen begeistert hat, wie intensiv und tief diese gegangen sind. Und hier hat mir wirklich die Idee der Autorin unglaublich gut gefallen und ich mochte dann eben auch, als unser Weltbild, was wir eben die ersten Seiten bekommen, so ins Wanken gerät, man Dinge hinterfragt und man dann eben tausend Fragen hat, auf die man eine Antwort möchte. Und ja, aber als wir die dann so langsam bekommen, gab es für mich eben diese Drehung in dem Moment, wo sich die göttliche Daunin zu einer sehr merkwürdigen Protagonistin verändert hat, die komischerweise dann nur noch Interesse an auf der Wiese rumkugeln mit irgendwelchen Männern. Also es sind nicht irgendwelche Männer, aber ich möchte ja nicht spoilern. Und auch so diese Dreiecksgeschichte zwischen ihr und dem Prinzen und dem neuen Wächter, auch wenn das irgendwie Freundschaft ist und versprochene Vermählung und ja, was sie da einfach im Kopf vorgeht und immer denkt sie, sobald sie aus einer kritischen Situation heraus ist, ach, den und den möchte ich jetzt gerne küssen und den in meinem Bett, das wäre ganz toll. Und das war für mich einfach der große Minuspunkt, der mir wirklich die 100 Seiten überhaupt, die letzten 100 Seiten gar nicht gefallen hat, die mir die Geschichte tatsächlich auch ziemlich kaputt gemacht hat, weil ich konnte da einfach nicht folgen, denn meine Welt zerbricht, irgendwie tut sich da was an Rebellion in meinem Land und ich habe nichts anderes im Kopf, als mit wem ich jetzt in die Kiste springe. Also sorry, da bin ich einfach raus. Das ging für mich überhaupt nicht, das habe ich nicht verstanden. Das, auf der einen Seite will mich jemand vielleicht töten und ach, ich denke aber nur daran, ach, wie schön war es auf der Wiese mit XY und ach, wie gern wäre ich da wieder. Und ich denke mir, hallo, ich wollte gerade jemand umbringen. Willst du nicht mal jetzt darüber nachdenken und dir überlegen, woran das liegt und einfach dich mal wieder normal benehmen? Also ich fand es ganz, ganz schlimm, die letzten 100 Seiten, als dann eben dieser Liebeswirrwarr anging und es sich auch sehr, sehr viel dann nur noch um Sex gedreht hat. Nichts dagegen, aber für mich hat das einfach in der Dystopie nichts verloren, nichts in diesem Rahmen. Und ich stelle mir einfach mal vor, wenn all die Heldinnen, die große Taten vollbracht haben, ständig mit irgendwem in die Kiste gesprungen wären, dann wäre aus dieser Welt ja überhaupt nichts geworden oder aus diesen Welten in den Büchern. Und ich verstehe nicht, warum man das immer wieder jetzt so auch in dystopischen Welten hineinführen muss. Das kann gerne im New Adult-Bereich sein, da habe ich nichts gegen. Da gehört es auch für mich hin, aber in der Dystopie, diesen Genre-Mix verstehe ich nicht und verstehe auch einfach nicht, wo das auf einmal herkam, wieso unsere Daunin sich da so verändert hat und das Charakter untypisch einfach war und warum das wirklich die letzten 100 Seiten so penetrant war. Ansonsten, bis zu diesem Zeitpunkt eine wirklich ganz, ganz tolle Dystopie. Es wird auf jeden Fall den zweiten Teil geben, den gibt es auch bereits im Englischen. Ich weiß noch nicht, ob ich weiterlesen werde, weil mich wirklich das Ende sehr, sehr gestört und genervt hat. Bin aber deswegen natürlich trotzdem ein bisschen neugierig und ja, schauen wir einfach mal, ob mich der zweite Teil dann so anspricht oder nicht oder ja, je nachdem, wie da die Entwicklung dann einfach der Geschichte sein kann. Es sind viele Fragen noch offen, es ist auch ein gemeiner Cliffhanger am Ende, aber mich hat wirklich so dieses ständige Rumgeschlafe hat mich einfach gestört und hatte für mich einfach nichts in der Geschichte zu suchen. Von daher eher ein mittelmäßiges Buch mit einem ganz, ganz starken, ja, erster Hälfte, vielleicht sogar den ersten zwei Drittel und das Ende war dann einfach nicht meine Welt. Ein Buch, das schon lange bei mir herumsuppte, ist Angel Fall von Susan E. Nacht ohne Morgen, beziehungsweise mein Hardcover hieß noch Fürchtet euch nicht.
ist jetzt aktuell in der Neuauflage erschienen im August. Meine Ausgabe schon ein bisschen älter, war auch als Mängelexemplar, glaube ich, habe ich mal bei Avell gekauft. Die Neuauflage kostet als Taschenbuch 9,99 €. Meine gebundene Ausgabe gibt es neu für 13 € und das E-Book kostet 9 € im Englischen. Gibt es eine Aktion auf Amazon, da gibt es alle drei englischen E-Books, ich glaube für unter 10 €. Also wer gerne Englisch liest, kann hier auch zugreifen. Ja, Angel Fall, wir haben die Geschichte hier von Penryn in einer sehr düsteren, dystopischen Welt, in der ja eigentlich alles irgendwie, ja, dem Bach runtergegangen ist. Denn die Engel sind auf die Erde gekommen und wollen die Menschen, die Lieblinge sozusagen der Schöpfung, ja mehr oder weniger umbringen, ausradieren und bringen eben Verwüstung über die Welt. Und wir haben Penryn, eine starke, taffe, junge Frau, junges Mädchen, die ja eigentlich keine Angst vor irgendetwas hat, sich nur Sorgen um ihre jüngere Schwester im Rollstuhl macht und eines Tages ja mit ihrer Schwester zusammen ja mehr oder weniger auf der Flucht ist und ihre Schwester von Engeln mitgenommen wird. Und ja, zeitgleich beobachtet sie eine Gruppe von Engeln, die einem anderen Engel die Flügel abschneiden und ihn ziemlich zurichten. Und ja, sie ist so ein bisschen zwiegespalten, was sie da tut, und nimmt Rafe, das ist der Engel ohne Flügel, wieder mit und erhofft sich mit seiner Geiselnahme, ja, dass im Grunde ihre Schwester irgendwie gerettet werden kann. Und das alles in einer Welt, die unglaublich spannend, packend, düster, dunkel und wirklich mitreißend ist. Das war ein unglaublich tolles Buch. Es hat mir absolut gut gefallen. Ich fand auch schön, ich habe das zusammen mit Annika gelesen und ich mochte auch unseren Austausch darüber. Und ich finde es wirklich immer schön, einfach nochmal so andere Gedanken zu einer Geschichte zu erfahren. Ich mochte Penryn, eine tolle Protagonistin, die wirklich stark ist, tough ist, das macht, was sie denkt und auch wirklich so dahinter steht. Und man konnte ihren Antrieb verstehen. Es war alles, ja, wirklich so mit Sinn und Verstand, wie ich es eben gerne mag. Es gibt kein großes Hin oder Her bei ihr im Kopf, sondern sie fährt eine gerade Linie und steht für das ein, wovon sie eben einfach überzeugt ist. Und das hat sie grandios gemacht. Ich mochte Rafe, den Engel ohne Flügel, von dem wir noch so einiges anderes erfahren und eben gerade einfach über die Engelwelt ganz viel mitbekommen und eben ja dadurch einen Einblick hinter die Welt sozusagen bekommen, was es damit auf sich hat, was es mit den Engeln auf sich hat, was es oben und unten, und ja, erfahren so manches Geheimnis. Und das war einfach spannend, es war packend, es war vom Stil sehr anders. Es waren anfangs wirklich ganz, ganz wenig Dialoge. Man hat viel aus dieser Ich-Perspektive von Penryn mitgenommen und das hat dieser Geschichte ganz viel Düsterheit, Geheimnisvolles gegeben, weil man eben nicht voll mit Dialogen, ja, im Grunde voll gepumpt wurde, sondern wirklich viele Gefühle, Ansichten, Gedanken einfach erlebt hat. Das fand ich ganz, ganz toll. Da war ich wirklich anfangs direkt gepackt und ich fand es großartig. Es gibt gegen Ende eine Wendung, die ich so dachte, ach nee. Dann aber hat es nochmal so die Kurve bekommen. Also es ist wirklich ein absolutes Mit-Highlight in diesem Monat. Mir hat das Buch wirklich unglaublich gut gefallen. Ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil, der, glaube ich, irgendwann im November oder Januar, glaube ich, erscheint. Also man muss auch gar nicht im Deutschen lange, lange warten. Es war ja hier bei der gebundenen Ausgabe, also hat ja der ja, Goldmann Verlag, glaube ich, was, ne? Oder Heine? Der Heine Verlag gesagt, dass es keinen zweiten Teil geben wird, und jetzt aber werden alle drei Teile neu aufgelegt und ich bin so froh. Und ich war dann auch so froh, als dieses Gehype losging, dass ich das Schätzchen schon auf dem Sub hatte und einfach lesen konnte, und es war grandios und ich liebe diese Welt, ich liebe die Protagonisten, ich mag, wie es rüberkommt, und ich mochte diese düstere Dystopie, die mir wirklich ganz, ganz gut gefallen hat. Und ja, es ist Jugenddystopie, aber ich fand es wirklich sehr, sehr gelungen. Es kommt sogar fast an mein geliebtes Panem heran, aber nur fast. Und ja, absolute Empfehlung, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, ganz, ganz großes Bücherkino, und man sollte sich vom Angel Fall, vom Titel, dass das zu viel mit Engeln zu tun hat, nicht unbedingt so hinters Licht führen lassen. Da drin steckt einfach noch viel, viel mehr. The Cage von Megan Shepard mit dem Untertitel Entführt ist Ende August im Heine Fliegt Verlag erschienen und wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Kostet broschiert 12,99 € als E-Book, 9,99 € und hat 464 Seiten. Bei Entführt handelt es sich um den Auftakt einer Trilogie, der zweite Teil gejagt wird im Mai
erscheinen und der dritte Teil zerstört dann im November. Ja, das Cover lässt es vermuten, dass es sich hierbei um Science Fiction handelt, dass es so ein bisschen eine Endzeitstimmung vielleicht irgendwie bekommt. Ich muss ehrlich gestehen, das Cover fand ich nicht so ansprechend, aber der Klappentext hatte es dafür mehr oder weniger in sich. Denn wir sind hier mit 6 Jugendlichen in einem Experiment. Wir erleben, wie die Jugendlichen nach und nach irgendwie merken, oh, wir sind entführt. Was tun wir eigentlich hier? Zu welchem Zwecke sind wir da? Und insbesondere beobachten wir eben Cora, eine junge Frau, ich glaube 16, 17, irgend sowas in dem Dreh, 18. Und ja, sie ist so gar nicht damit glücklich, wo sie gelandet ist, in einer Welt, die Wüste hat, die Eis hat, die Regen hat, Stürme hat, aber man sich eben immer irgendwie im Kreise dreht und aus dieser Welt scheinbar nicht mehr herauskommt. Ja, sie trifft dort eben auch auf Lucky, einen jungen Mann, der, also im ähnlichen Alter, es sind alles Jugendliche, der ja im Grunde auch nicht ganz so happy ist und versucht mit Cora zusammen das Rätsel zu lösen, bis beide dann eben auf 3 beziehungsweise dann eben auch 4 andere Jugendliche treffen, die alle irgendwie anders sind, andere Stärken haben, andere Schwächen haben, von anderen Ländern kommen, aber alle die Sprache Englisch verbindet und alle fragen sich irgendwann, was machen wir hier, wer hat uns entführt, wer hat uns andere Kleider gegeben, und dieses Rätsel wird dann gelöst, denn wir sind hier eben in einem Experiment. Und ja, um was es in diesem Experiment geht, ist schwierig zu erklären, ohne zu spoilern, weil das für mich tatsächlich die Überraschung war, was es mit dieser Welt auf sich hat, was es mit den Entführern auf sich hat und dass wir eben ein Experiment haben, in dem es eben darum geht, wie reagieren die Jugendlichen eben auf diese Situation, wenn man ihnen dann auch noch Regeln gibt, wie dass sie sich eben einfach um sich, ihren Körper kümmern müssen und dass sie eben nicht ausbrechen sollen, dass sie ja im Grunde das einfach als gegeben nehmen sollen. Und die dritte Regel, ja, das ist wohl die spannendste Regel, die dann für Konflikte sorgt, ist dann eben die, dass die sich irgendwann mal pärchenweise fortpflanzen sollen. Und ja, manch einer geht dieses Thema eher an und andere wehren sich da viel, viel länger gegen. Und es gibt dann eben auch Wächter, die diese Experimente beobachten, dieses Experiment beobachten. Und ja, auch Cora hat hier zu einem etwas direkteren, heiseren Draht, das dann natürlich nochmal zu mehr Konflikten führen kann. Mehr gar nicht zu der Geschichte. Ich habe mir hier wirklich Science Fiction vom Feinsten vorgestellt. Natürlich Jugend-Science Fiction, womit ich ja grundsätzlich kein Problem habe. Hier aber hatte. Denn ich konnte mit dem Protagonisten nicht allzu viel anfangen. Ich fand das unglaublich oberflächlich dargestellt. Die Gedanken, die sich die gemacht haben, waren wirklich nur so ganz high level, wo ich dachte, hallo, es gibt Essentielleres als Regel Nummer 3 und wie man die am besten erfüllt. Natürlich ist das ein Teil des Experiments und muss natürlich, ja, das soll uns auch was sagen. Ich muss ehrlich gestehen, ich fand den Stil von der Autorin ganz okay, aber mir war er wirklich zu oberflächlich, zu wenig in die Tiefe, zu wenig Gedankengänge der Jugendlichen. Wir haben hier Perspektivwechsel, die ich ganz gut fand, allerdings waren die in keinerlei anders ausgearbeitet. Also ich kenne es ja auch so von guten Autoren, wo man dann wirklich bei jedem Perspektivwechsel auch irgendwie spürt, dass da was anders ist. Also wenn da ein Junge schreibt, hat er natürlich andere Gedanken, als es ein Mädchen hat, auch sind die Gedankenformen anders. Das habe ich hier tatsächlich vermisst, wo ich mir so dachte, man spürt durchgängig, es ist eine Autorin, was ich einfach sehr schade finde, weil man es eben besser kennt oder beziehungsweise ich schon besser erlebt habe und das für mich eben gerade beim Perspektivwechsel das ist, was mir Spaß macht, dass ich eben unterschiedliche Schreibstile irgendwie erleben kann und dann mich eben wirklich einfinden kann. So war alles irgendwie Einheitsschreiben, wenn man so möchte, und man hat halt immer die Gedanken von der Autorin gehabt und nicht von den einzelnen Charakteren, so ist es mir vorgekommen. Das war so der Punkt, wo ich nach einigen Perspektivwechsel dachte, warum gibt es Perspektivwechsel, wenn alles irgendwie gleich klingt? Klar erfahren wir dadurch natürlich Dinge von anderen, die hätten sie uns aber auch irgendwie erzählen können. Also da hätte man auch eine Ich-Perspektive draus machen können und die Jugendlichen hätten das dann eben einfach der Protagonistin, dem Protagonisten irgendwie erzählt. Dann haben wir hier auch wieder diesen Konflikt, diesen typischen dieses Dreiergebändel von unserer weiblichen Protagonistin, von Cora, die eben irgendwie für Lucky ausgewählt wurde, aber sich dann eben noch irgendwas mit scheinbar diesem Wächter auftut. Und da dachte ich mir, oh, das geht mir irgendwie zu weit. Also das war wieder so, wo ich einfach nur Kopfschütteln konnte und dachte, ach Mädel, muss das immer in so eine Richtung gehen? Und ja, es ist was für Jugendliche, aber so tickt doch die Welt einfach nicht. Und das hat mich auch einfach wieder gestört. Und die Geschichte war spannend. Ich fand es wirklich gut von der Idee her, was uns da eben nach diesem Plot-Twist sozusagen erwartet, wo wir sind, warum dieses Experiment. Das fand ich wirklich sehr, sehr gelungen.
und hat eben über diese vielen Minuspunkte eigentlich hinweggeholfen, sodass ich es beenden wollte und eben auch Spannung hatte und Spaß irgendwie hatte beim Lesen, weil mir diese Idee einfach gefallen hat. Es war auch sehr detailreich, man konnte sich diese Welt wirklich gut vorstellen, dieses Experiment gut vorstellen, dass es gar nicht so Science Fiction ist, wie man es sich vielleicht anfangs denkt. Aber eben die Protagonisten waren für mich nicht sehr stark, es war sehr oberflächlich, der Stil war eher langweilig, weil er sich eben nicht verändert hat mit dem Perspektivwechsel. Vielleicht habe ich auch eine zu hohe Erwartungshaltung, das kann sein, aber wenn man das eben bei anderen erlebt und bei anderen kennt und anderen auch eben einfach das Erlebnis hat, dass man sich da eben wirklich einfühlt und nichts gleich klingt, dann ist man eben enttäuscht, wenn alles so eine Geschichte ist, obwohl es eben ein Perspektivwechsel ist. Warum mache ich den? Ne? Also es war okay, es war auch vielleicht im etwas weiteren Nachgang betrachtet von 2 Tagen ein bisschen mehr als okay, aber ich bin trotzdem nicht sehr glücklich mit der Geschichte. Ich fand es wirklich, ja, es war gut, aber jetzt nichts Herausragendes und es hat mich jetzt auch nicht so gepackt, dass ich diesen Mai entgegensehne im nächsten Jahr, wann der 2. Teil kommt, weil ich glaube, dass ich den 2. Teil gar nicht irgendwie weiter verfolgen werde, weil es mich schlichtweg einfach nicht interessiert. Ich Schlimmes erahne, was kommen könnte und da im Grunde eigentlich schon fast wieder genervt bin und ja, ich verbringe eben einfach Lesezeit lieber mit Büchern, wo ich hoffe und erahne, dass sie gut sein könnten, als ja, hier weiterzumachen, wo ich denke, oh, ob dann der 2. Band wieder in eine Richtung geht. Ja, ich kann verstehen, dass einem die Geschichte gefällt. Da bin ich absolut dabei. Vielleicht war es auch einfach ein schlechter Moment. Ich habe das Buch neben dem Übergang gelesen. Und ja, das möchte ich einfach so dazu sagen. Vielleicht hätte mir das Buch, wenn es nicht neben dem Übergang gelesen worden wäre, nochmal besser gefallen. Also von daher ist das jetzt so, wo ich immer denke, aber es ist jetzt einfach ein Buch, das für mich okay war, das man lesen kann, nicht lesen muss. Man sollte sich nicht vom Cover abschrecken lassen. Der Inhalt ist auf jeden Fall besser als das Cover. Und wer Science Fiction mag und Jugendbücher und nichts gegen oberflächliche Charaktere hat, der kann das auf jeden Fall durchaus lesen, weil es wirklich auch schnelllebig ist und man gut durch die Geschichte durchkommt, es keine großen Längen gibt. Aber es ist jetzt nicht wirklich die Empfehlung schlechthin, da gab es in diesem Monat einfach bessere Bücher. Gemeinsam sind wir diesen Monat auch angegangen. Justin Cronins Der Übergang, der erste Teil der Passage-Trilogie, welcher 2011 im Goldmann Verlag erschienen ist und mit über 1000 Seiten ein echter Subwälzer bei mir war. Als Taschenbuch für 9,99 erhältlich, als E-Book 8,99, aber bestimmt auch gebraucht oder als Mängelexemplar, halte die Ohren auf, dann natürlich günstiger. Eine Geschichte, die so komplex ist, dass ich gar nicht auf Einzelheiten oder Detailebene heruntergehen kann, denn es ist einfach so groß, es ist eine so große epische Geschichte, dass man das eigentlich nur von oben weitergeben kann, um nicht zu viel zu verraten oder sich irgendwo unten drin dann auch noch zu verzetteln. Wir sind hier in einem Endzeitroman, in dem ein militärisches Experiment mehr oder weniger nicht so gelaufen ist wie erwartet, denn es gab das Projekt Arche und wir haben hier 12 Gefangene, an denen Versuche gemacht wurden, die dann eben irgendwie schief liefen und nicht nur die 12 Experimentmenschen sozusagen irgendwie abhanden gekommen sind, sondern diese Injektion, die sich als menschlichen Virus entpuppt hat, irgendwie die ganze Menschheit dahin gerafft hat, beziehungsweise eben die Menschen auch verwandelt hat zu Vampir-Zombie-mäßigen Kreaturen. Und wir hier wirklich in der Endzeitstimmung feststecken, ein Mädchen namens Amy kennenlernen, deren drogensüchtige Mutter sie bei Schwester Lacey abgegeben hat und die jetzt einfach versucht, dem Mädchen irgendwie weiterzuhelfen, aber Amy ist irgendwie speziell und Amy begleitet uns mehr oder weniger über die ganze Geschichte hinweg, auch wenn wir nach diesen großen Katastrophen, ja, nach Jahrzehnten dann eben Kolonien treffen, übrige Menschen kennenlernen, die irgendwie versuchen, Fragen auf die Antworten zu bekommen, was schiefgelaufen ist, wie war die Welt vor Null und wie könnte man irgendwie ein normales Leben führen, ohne eben auf diese Zombie, Endzeit, Vampire, wie auch immer wir sie benennen wollen, zu stoßen, die einen dann eben töten und daraus eben ihre Kraft saugen. Eine unglaublich große Geschichte mit so vielen Handlungssträngen, vielen Protagonisten, vielen Erzählsträngen, spannend, packend, mitreißend. Es zieht einen in die Geschichte hinein und man sagt nach 1000 Seiten, was schon zu Ende.
Und das ist ein absolut gutes Zeichen, dass die Geschichte das gemacht hat, was eine Geschichte soll. Dass sie einen unterhalten hat, mitgerissen hat, begeistert hat, dass sie neue Dinge in einen eröffnet haben, dass sie das Hirn angestrengt haben, denn es ist eine herausragende und auch herausfordernde Geschichte, die eben tatsächlich nicht in diesem Jugendbuchstil verfasst ist, sondern wirklich im Erwachsenenstil, dementsprechend auch einfach ein bisschen schwerer zu lesen ist und man sich einfach Zeit nehmen muss und diese Geschichte dann genießen kann. Es ist einfach der Hammer, was diese Geschichte ist. In einem auslöst, von Gänsehaut über nachdenkliches Denken, macht das Sinn, über man schmunzelt mal über so manches und man denkt sich die ganze Zeit, shit, das könnte tatsächlich so passieren. Es könnte so sein, was würde die Welt tun, würde sie sich verändern, würde sie sich so verändern, wie hier drin steht, und dass es nie irgendwie unrealistisch oder unlogisch erscheint, sondern man ständig denkt, oh, so könnte es wirklich kommen. Und es war einfach genial. Es war eine grandiose Geschichte, die, wo ich mich ärgere, dass ich sie jetzt erst gelesen habe und ich einfach nur hin und weg bin. Und so hin und weg, dass es im Oktober direkt weitergehen wird mit die 12 und dann auch die Spiegelstadt, die Ende Oktober erscheint. Und ich will einfach wissen, wie es Justin Cronin schaffen wird, diese Geschichte weiter zu spinnen, wie er einen 1000-Seiten-Roman, der eigentlich schon so, so viel enthält, aber noch viele offene Fragen offen gelassen hat, einfach weiterführt, weiterschreibt, ob es einfach qualitativ genauso gut ist, dass man wieder diese Momente hat, wo man denkt, und man wirklich sprachlos vor dem Buch sitzt, manchmal auch die Augen einfach zumachen möchte, weil es einfach so unfassbar gut ist und man wirklich einen Film hat. Und ich bin einfach hin und weg von diesem ersten Teil. Der Übergang hat alles übertroffen, was ich erwartet habe, und hat mir tatsächlich auch die Augen verändert, die Sicht auf andere Jugendbuch-Dystopien, wie auch immer, sehr verändert, das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, es hat mich komplett verdorben für Jugendbuch-Dystopien. Ich werde natürlich nochmal Versuche starten, aber man merkt einfach, dass das eine ganz andere Art von Buch ist und die einen ganz anders mitnimmt, und ich bin hin und weg, und jeder sollte Der Übergang von Justin Cronin gelesen haben. Und wer ihn auf dem Sub hat, schreckt euch nicht vor über 1000 Seiten. Teilt es euch irgendwie auf 2 Wochen ein, genießt dann die 70 Seiten, die es dann, glaube ich, grob waren pro Tag, und lasst euch einfach einfallen und reinfallen in diese Geschichte und mitnehmen und ziehen, und ihr werdet echt euren Spaß haben. Hammer, Hammer Geschichte und wirklich ein absolutes Highlight, nicht nur des Monats, sondern auf jeden Fall auch des Jahres. Gemeinsam im Leseclub haben wir im September Ich fürchte mich nicht von Tahereh Mafi gelesen. Das ist 2012 erschienen, ist der Auftakt einer Trilogie, wo mittlerweile alle 3 Bände vorhanden sind. Kostet als Taschenbuch 9,99 €, als E-Book 8,99 €, ist im Goldmann Verlag erschienen und hat 336 Seiten. Und es ist eine Jugenddystopie, wie sie im Buche sozusagen steht. Wir haben Juliet, eine Protagonistin, die alles andere als sympathisch am Anfang gewirkt hat, die in einer Irrenanstalt festgehalten wird, eingesperrt ist, nicht so recht weiß, warum sie dort ist, und ein Notizbuch hat und in diesen eben ihre Gedanken niederschreibt, die wir dann eben auch lesen können. Diese Gedanken sind oftmals sehr, sehr verwirrend, so streicht sie auch Wörter oder Sätze irgendwie auch mal geistig sozusagen durch, und man kann sich dann denken, was man im Grunde möchte, warum sie das getan hat. Sie trifft in ihrer Zelle eines Tages auf Adam, einen jungen Mann, der ihr so ein bisschen was von der Außenwelt erzählt, wie die dystopische Welt sozusagen tickt. Und eines Tages werden beide aus ihrer Zelle herausgerissen und werden zum Herrscher, Anführer der aktuellen Regierung gebracht, zu Warren, der ein sadistischer und wirklich bösartiger Mensch ist, und der aber mit Juliet und ihrer Gabe, die sie hat, etwas vorhat, denn Juliet darf niemanden berühren, darf nicht angefasst werden, weil diese Berührungen tödlich sind und tödlich enden könnten. Und wie die Gedankengänge von Juliet dann sind, welche Fragen sich auftun, wie die dystopische Welt tickt und alles andere, müsst ihr dann natürlich einfach selbst lesen. Mir hat dieses Buch leider nicht so gut gefallen. Es war doch anders als erwartet. Ich mochte
den Einstieg mit dem sehr poetischen Stil zu Beginn ganz gut und ganz gerne lesen. Es war mal was anderes, es war irgendwie auch sprachlich ein bisschen herausragender. Das hat man nicht in vielen Dystopien. Allerdings sind wir wie gewohnt eigentlich bei Jugenddystopien im Ich-Stil geblieben, sodass wir wirklich alles nur aus Juliets Sicht erleben und auch nur was Juliet uns erzählen kann, wird im Grunde weitergegeben, was manchmal ein bisschen wenig sein kann, wie bei Ich fürchte mich nicht, wo eben wenig Leute überhaupt irgendwas erzählen und wir eigentlich so sehr lange und sehr oft im Dunkeln tappen. Allerdings flacht dann dieser Stil, der anfangs noch besonders erscheint, wenn auch verwirrend war, irgendwie ab und wird sehr alltäglich und sehr normal, was mich irgendwie verwundert hat, irritiert hat und ich mich fragte, hat da jetzt jemand anders weitergeschrieben? Es kann natürlich sein, dass die Entwicklung von Juliet damit gezeigt werden wollte. Mich hat es persönlich ein bisschen irritiert. Auch diese Liebesgeschichte, dass Juliet mit einem männlichen Charakter gebrannt hat und das eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit und man sich fragt, hast du eigentlich gerade keine anderen Sorgen? Bist du nicht gerade bedroht worden? Das ist vollkommen egal. Juliet rennt los und brennt innerlich und äußerlich. Und es ist einem irgendwann dann tatsächlich, mir war es zumindest, dann irgendwann egal. Denn es gibt einfach Wichtigeres auf der Welt, als dass man ständig brennt. Ja, so ist es. Ich fand auch die Dystopie sehr, sehr oberflächlich gestaltet. Man hat sehr wenig von der Welt erfahren, was natürlich daran liegen könnte, dass es der Auftakt einer Trilogie ist und uns die Geschichte vielleicht wirklich nur einführend irgendwie wohin bringen wollte. Aber wenn einen die Einführung irgendwie nicht packt, dann liest man eben auch einfach nicht weiter. Ich habe den zweiten Band auf dem Sub. Ich habe damals, glaube ich, nach Erscheinen des zweiten beide auf den Reader geladen und muss ehrlich sagen, ich habe aktuell keine Lust weiterzulesen, weil es mir einfach zu wenig Dystopie war, zu wenig spannende Gedankengänge und zu viel Juliet und ich brenne für dich, was ja glaube ich dann der zweite oder dritte Titel irgendwie ist von den Büchern und es tatsächlich schon im ersten Teil echt zu viel gebrannt hat. Ich fand es im Vergleich zu meinen zwei Lieblingsdystopien, Panem und auch Nachtsonne, unglaublich oberflächlich. Ich fand die Protagonistin, auch wenn ich nichts gegen auch mal schwächere menschlichere Protagonistinnen gerade in diesem Fall habe, es muss nicht immer die taffe, starke Frau sein, fand ich es einfach nervig, wie wehleidig sie war, wie jammerig sie war, wie sie irgendwie wenig Fragen gestellt hat, alles irgendwie hingenommen hat und wenn ich mir das im Panem oder auch der Nachtsonne vorstellen würde, es wäre irgendwie nichts geworden, wenn sich Katniss oder Nova so benommen hätten. Also das, es ist okay, ich fand auch wirklich den Stil, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, gar nicht so schlecht, aber mehr als okay ist es eben nicht gewesen. Es hat mich leider nicht gepackt, nicht begeistert, es war mir nicht aufregend genug, um weiterzulesen. Ich mochte diese erschaffene Welt auch irgendwie nicht und auch am Ende die Wendung war für mich dann eher nochmal so ein Kopfschüttler als ein Juhu, so habe ich mir das gedacht. Dementsprechend werde ich erstmal nicht weiterlesen, aber man soll ja niemals nie sagen, vielleicht habe ich irgendwann den Drang zu wissen, wie es weitergeht und dann würde ich auch weiterlesen, aktuell nicht. Ich fand es okay, aber es wäre jetzt keine Empfehlung für eine Jugenddystopie von mir an euch. Und das letzte Buch aus diesem Monat, das ich auch beendet habe, ist Giants, Sie sind erwacht von Sylvain Nouvel. Das ist am 8. August diesen Jahres im Heine Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch 14,99 und als E-Book 11,99, hat 416 Seiten und ist der Auftakt einer Reihe. Es ist in sich geschlossen, man muss also nicht auf eine Fortsetzung warten, hoffen, wie auch immer, es gibt keinen direkten Cliffhanger am Ende, sondern könnte das im Grunde auch als Einzelband so stehen lassen. Es ist ein Science-Fiction-Roman der ganz anderen Art. Schon allein der Aufbau der Geschichte ist ganz, ganz anders gestaltet. Wir haben hier niemanden, der uns die Geschichte irgendwie erzählt aus der Ich-Perspektive oder aus der dritten Form, sondern wir haben hier eine Geschichte, die erzählt wird aus Gesprächen. Wir sind also dabei, dass unser unbekannter Protagonist, ich würde ihn so nennen, denn der ist eigentlich bei all diesen Gesprächen dabei. Er ist immer der Drahtzieher und der befragt eben all diese Menschen, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen. Wir haben da eine Pilotin, Kara, die sehr tough und stark ist und eben in der Armee ist, die eben
gebraucht wird jetzt für Hubschrauberflüge. Wir haben Mitchell, das ist der Co-Pilot, der ja ganz eigen ist. Wir haben Rose Franklin, die als junges Mädchen etwas gefunden hat, was für die ganze Geschichte sehr, sehr wichtig ist, die jetzt Wissenschaftlerin ist und eben zu dieser Crew, diesem Team gehört, um eben das zu untersuchen, was unser unbekannter Protagonist irgendwie ja haben möchte, beziehungsweise eben es voranbringen möchte, dieses Projekt, um dann eben zu erfahren, was und wo ist es. Denn Rose Franklin hat als junges Mädchen eine große Hand gefunden. Sie ist in diese hineingestürzt. Und wir reden hier nicht von irgendwie einer überdimensionalen Menschenhand, sondern irgendwie von einer Art, ja, es scheint eine Roboterhand zu sein, die irgendwie 3 Meter groß ist, was dann auch den Titel des Buches sozusagen verraten lässt. Und ja, unser unbekannter Protagonist, er hat tatsächlich keinen Namen, wird nie angesprochen. Und wobei gegen Ende, vielleicht weiß ich es gerade gar nicht, ob dann doch nicht der Name gelüftet wird, aber auf jeden Fall befragt er all diese Menschen dazu, er stellt dieses Team zusammen, um eben herauszufinden, was es mit dieser Hand auf sich hat. Gibt es noch andere Körperteile? Wenn ja, wo sind sie auf der Erde zu finden? Wie sind sie zu finden? Und wer könnte diese Hand zurückgelassen haben? Ist es außerirdisches Leben? War es irgendeine intelligente Zivilisation vor unserer Zeit? Die Hand wird um die 6000 Jahre alt geschätzt. Wo kommt sie her? Zu welchem Zweck wurde sie hier gelassen und wie bekommt man vielleicht irgendwie aus dieser Hand irgendwann mal einen ganzen Körper zustande, der dann gegebenenfalls auch irgendeinen Sinn hat? Lässt dieser sich bewegen? Wer kann ihn bewegen? Und sonstige Fragen. Und natürlich ist das nicht alles nur eitel Sonnenschein in dieser Geschichte, denn der Mensch ist nicht nur eitel Sonnenschein, sondern es gibt natürlich politische Interessen, kriegerische Interessen und es ist natürlich immer ein sehr dünnes Band, was die Leute miteinander verbindet, die da natürlich auch einfach mal anderer Meinung sind und es Konflikte gibt, Streitereien gibt und man sich eben darüber Gedanken macht, was könnte das denn da für die Welt bedeuten, für die, die nach uns kommen, vor uns da waren, in welche Richtung wird es gehen. Es war unglaublich spannend, das alles in dieser, ja, in dieser Form der Interviews, dieser Gespräche zu erleben. Man hatte immer das Gefühl, man ist der Dritte in diesem Raum, in diesen geheimnisvollen Gesprächen, die da eben zwischen Unbekannt und immer einen unserer Charaktere, die wir eben auch noch kennenlernen, irgendwie gesprochen wird. Man ist immer dabei, dann gibt es auf einmal auch noch einen Präsidenten, der immer mal was erzählt oder den Sprecher des Präsidenten. Es gibt verschiedenste Menschen, mit denen wir in Berührung kommen, um eben so ein großes, ganzes Bild zu bekommen und was sich dann wirklich im Kopf abspielt, ist unglaublich geworden. Es war wirklich ganz, ganz toller Stil, wie es erzählt wurde. Es war spannend, packend, mitreißend und man hatte eben immer das Gefühl, man ist dabei, man gehört dazu, man ist ein Teil dieser Welt, man ist ein Teil der Geschichte, man geht hier mit auf Entdeckungsreise nach dieser Hand und all diesen anderen Körperteilen und man hat wunderbare Dialoge, es ist teilweise mit sehr viel, ja, trockenen Humor gepickt und auch sehr sarkastisch das ein oder andere Gespräch und das macht einfach großen Spaß, diese Mischung, dass man auch wirklich mit jedem Gegenüber das Gefühl hat, dass der Stil sich ein bisschen verändert hat, fand ich großes, großes Kino und hat mir echten Spaß gemacht und auch diese vielen Fragen, warum, weshalb und wie reagieren andere Länder darauf, wenn man ihnen vielleicht irgendwas in dem Flugraum stiehlt oder wenn man da irgendwas mitnimmt oder etwas sucht oder kann es gar zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit Nordkorea kommen, was sagt der amerikanische Präsident dazu, was sagt die UNO dazu und dann haben wir natürlich auch noch die NSA, die natürlich irgendwie vielleicht dahinter steckt und es ist unglaublich politisch, es ist unglaublich menschlich und einfach, ja, so machtgeile Menschen, wenn man dann einfach trifft und man weiß genau, so könnte es tatsächlich sein und es war spannend, ich habe es geliebt, ich habe es verschlungen, es waren tolle 400 Seiten, die mir wirklich Spaß gemacht haben, die mir Science Fiction wieder auf eine andere Art und Weise rübergebracht haben durch diese Gespräche. Man hat auch manchmal Tagebucheinträge, es gibt auch Zeitungsartikel, es gibt auch immer mal so Logbücher, in denen man mitlesen kann, die einfach irgendwie dann doch Sinn ergeben und eine Bedeutung haben. Es war einfach echt tolles Kino, es hat Spaß gemacht. Absolute Empfehlung für alle, die mal geile, innovative, neuartige Science-Fiction lesen wollen, die werden hier ihren Spaß haben. Ich hatte ihn auf jeden Fall und es war ein toller Abschluss, um den Monat dann zu beenden. Großes, großes Bücherkino. Das waren also die Bücher des September und ja, das halbe bzw. das Drittelbuch ist dann eben Winter is Coming von Caroline Larrington, was im Theis Verlag erschienen ist. Und es ist eben ein ja, mittelalterlicher Blick auf die Welt von Game of Thrones, auf das Lied von Eis und Feuer.
und verbindet eben tatsächlich Geschehenes aus dem Mittelalter mit der Buchidee, mit der Geschichtenidee von George R. R. Martin, was seine Inspiration sein könnte, wie welche Zusammenhänge bestehen. Und ich bin da sehr, sehr interessiert daran. Ich fand auch schon verschiedenste Interviews, wo George R. R. Martin etwas gesagt hatte, eben zu den Rosenkriegen oder zu der Wall, die es damals zwischen Schottland und England im Grunde gab und sonstiges. Fand ich mega spannend, habe da im Internet viel recherchiert und ich mag solche Hintergrundideen, Gedanken, Geschichten einfach sehr, sehr gerne zu Büchern, die ich mag, die ich liebe. Und ich bin ja dieses Jahr absolut im Bann von Das Lied von Eis und Feuer, sowohl der Serie wie auch der Buchreihe. Und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, als dieses Büchlein bei mir angekommen ist. Ich habe eben um die 100 Seiten jetzt gelesen gehabt bis zum Ende und des Monats und bin jetzt eben weiter am Lesen und freue mich darauf. Ihr erfahrt dazu natürlich noch um einiges mehr in der Bücherwoche, die wahrscheinlich, wenn das Video online kommt, schon online ist. Mein zukünftiges Ich muss kurz die Termine im Kopf planen, dann spätestens gegebenenfalls eben im nächsten Büchermonat. Und ich wollte es aber einfach, weil es 100 Seiten eben einfach waren, hier mit einbauen und der Vollständigkeit halber eben noch kurz auch in die Kamera zeigen. Ansonsten gab es diesen Monat ja zwei wirkliche absolute Highlights. Einmal der Übergang, der für mich nicht nur ein Monatshighlight, sondern nicht auch nur ein Jahreshighlight, sondern wirklich ein absolutes Lese-Highlight war. Und es wirklich toll war, es gemeinsam mit anderen zu lesen und wir ja dann auch im Oktober jetzt die 12 lesen und dann kommt Ende Oktober die Spiegelstadt, meine Güte, und es sind so viele Bücher und das war ein absoluter Genuss, ein absolutes Highlight und es hat mich wirklich mitgerissen, begeistert und in eine Welt entführt, die ich großartig fand. Und auch Giants, etwas ganz, ganz anderes, eher Science Fiction, die aber auch vom Stil und von der Idee so innovativ, neu, frisch, modern war, dass ich einfach hin und weg von der Geschichte war. Und das sind dann eben die zwei Highlights, die ihr jetzt auch schon gehört habt und ich wirklich grandios fand. Und auch das Zusammenlesen mit den verschiedensten Leuten war wirklich ganz, ganz toll. Alle Kanäle findet ihr natürlich wieder in der Infobox. Ich hoffe, ich vergesse da keinen. Guckt da einfach rein und ich kann wirklich empfehlen, wenn ihr Leute habt, wo ihr euch gerne austauscht, wo ihr sagt, hey, wir haben das Buch gemeinsam auf dem Sub, lasst es uns lesen. Das finde ich motiviert unglaublich und gerade beim Übergang habe ich es gemerkt, wie toll es war, sich da wirklich zeitnah auszutauschen und Gedanken, Perspektivwechsel zu machen und großartig. Auch unser Leseclub, den ich auch in die Infobox packe, nimmt sich ja einen Klassiker im Oktober vor. Mittlerweile müsste dann die Wahl auch schon feststehen, welches es war. Und guckt da einfach mal, wenn ihr euch da anschließen wollt, auch in die Infobox. Und das war ja nun auch der September. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinen Videoabschnitten, Ausschnitten. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr zu einem Buch ein bisschen euch austauschen wollt, würde ich mich da in den Kommentaren sehr, sehr drüber freuen. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.